Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute machen wir was ganz Besonderes. Hä? Zwei Hellas heute? Das ist, meine lieben Damen und Herren, meine bezaubernde Mama. Wow. Sie wird heute dieses Video mit mir zusammen drehen. Ich bin richtig froh, dass du hier bist. Ah, und ich mit Asipan. Ja, ihr seht euch heute sehr ähnlich. Ja, ich habe Mama gesagt, für den Anfang muss sie sich diesen Zopf so weit oben machen. Ja. Dann ist sie einfach Hella 2.0. Sehr cool. Ja. Oder ich bin Anke 2.0. Man weiß es nicht. Und zwar werde ich heute einen Tag lang den Tag von meiner Mama bestimmen. Den Stalltag sozusagen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe nämlich was gegen Pferde. Also Anke hat auf jeden Fall nichts mit Pferden zu tun. Nein, nein. Ja. Gar nichts. Wie oft warst du im Leben schon mal hier? Auch als ich kleiner war, war ich öfter hier. Ja, aber jetzt dann mittlerweile konnte ich das so viele Fallen nicht mehr sehen, wenn du ja, wenn ich runtergefallen. Wir blenden hier mal ein Video ein, wie Hella als Mini vom Pferd gefallen ist. Ah, schrecklich. Ich habe immer Herzstillstand gehabt. Ja, und dann ist Mama irgendwann nicht mehr mitgekommen. Nee, es war und zu viel für meine Nerven. Mama hat so ein bisschen Respekt und Angst, würde ich sagen. Also ich finde die schön von Weitem. Genau. Das Gefühl kenne ich, Anke. Okay, dann lass uns mal loslegen. Wir werden jetzt erstmal Gollum und Valentino vom Paddock rennen. Ja. Früher hat meine Mama ja immer alles für mich bestimmt, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Und jetzt bin ich ja erwachsen. Kind, räum mal die Spülmaschine aus und sowas. Genau, ne? Das hat überhaupt nie einer gemacht. Übrigens, Anke, alles Gute zum Muttertag. Heute, wenn das Video online geht, ist ja Muttertag draußen. Also Grüße an alle Mütter, die mitgucken. Genau, lasst euch verwöhnen, Girls. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr euren Müttern zum Muttertag schenkt. Weil ich weiß immer nicht, Liebe, was ich schenken soll. Meine also Mama mag aufräumen, essen, Gutscheine für Massage. So, wir sind jetzt da. Oh, Anke hat ganz schlechte Stallschuhe heute an. So wie Konrad. Das war keine gute Überlegung. So, welches Pferd möchtest du nehmen, Mama? Gar keins. Du musst dich entscheiden. Dann das weniger übel. Naja, ich weiß nicht, ob das weniger übel ist. Okay, dann das große. Okay. Hat auch einen Namen übrigens. Gollum. Passt auch besser zu meiner Haarfarbe. Also da haben ja sogar meine Eltern mehr mit Pferden zu tun als Anke selber. Aha. Die haben auch die Pferde im Garten stehen. Ja, da wohnen meine Eltern. Wow, das ist gut. Der will dich fressen. Der will dich fressen? Das Stroh in deinen Haaren vielleicht. Nein, du hast ja keinen Stroh. Mama, ich hab doch ein eigenes Also Junge! Früher, als ich noch zur Schule gegangen bin und der Hufschmied zum Beispiel nur vormittags konnte, musste meine Mama immer mit in den Stall und dann immer warten, dass die Hufe gemacht worden sind. Nee, ich habe gewartet, bis irgendwie so ein potenzieller Kandidat kommt, der das Pferd dann rausholt. Valentino darf zu seinen Freunden aufs Pony Paddock. Bist du eigentlich schon mal geritten, Anke? Saßt du schon mal auf einem Pferd drauf? Ja, als junges Mädchen. Naja, dann wird's ja mal wieder Zeit. Nee. Wenn sie wüsste. Als nächstes werden wir jetzt mal die Sachen von Gollum holen. Ja, weiß nicht, du weißt bestimmt, wo meine Sachen sind, oder? Ja, willst du mit Halsring reiten? Erstmal muss Gollum geputzt werden. Das weiß ich. Schauen wir mal, ob Anke das wirklich weiß. Ja, ich weiß, wo das ist. Wo ist denn der Putzkasten? Ist das der? Nee. Nur noch nicht verbunden. Ich weiß das. Nein, Mama. Ich habe mir einen pinken Schrank machen lassen. Ach, der ist da oben. Hast du das Video nicht gesehen? Ja, doch, natürlich habe ich das Video gesehen. Ja, der ist er, der pinke. Was brauchen wir jetzt? 10 Putzkasten. Ja. Gut. Und was braucht man noch? Ein Helm. Denn ihr wisst, Sicherheit geht vor. Was wir mussten auch immer einen Helm tragen. Ja. Nee, ihr werdet ohne Helm geritten. Stört der Zopf? Ja, sehr. Ich habe ja nicht so eine Länge wie Hella. Ich mache mir jetzt erstmal so einen Assi-Knoten. Ein Assi-Knoten? Ja, von Assi-Palme auf Assi-Knoten. Geht auch so wie eine Assi-Palme. Eigentlich ist das Video heute ein Haar-Tutorial. Und dann dreht man das so ein. Ah, ein Vogelnest. Wow. Aber das ist auf jeden Fall besser als das, wenn einem das die ganze Zeit ins Gesicht schlägt. Aber so kannst du ja gar keinen Helm aufsetzen. Hatte ich vor, einen Helm aufzusetzen? Was nimmt man jetzt wohl als erstes? Das ist die Lieblingswurst von Hella. Der Striegel. Ja, das kann ich auch. Guck mal hier. Ja, ist gerade ein Fellwechsel. Boah, meine Güte. Was, boah? Guck mal hier. Ja, ich guck. Ich mache auf der anderen Seite weiter mit dem anderen Striegel. Damit das nicht Jahre dauert hier. Aber ich habe den rosa, der ist viel schöner. Schau mal, Mama, hier, das musst du mal machen. Ja, hier mag das unterm Bauch. Ja. Er mag das richtig gerne. Das gefällt ihm, von zwei Hellas fertig gemacht zu werden. Ja. Was ist besser als eine Hella? Zwei Hellas. Gollum ist jetzt eigentlich schon ganz gut sauber geworden. Jetzt kommen noch seine Hufen dran und das kannst du ja heute erledigen, Mama. Du brauchst auch keine Angst haben, der tritt ganz selten nur. Ja, ja, ernst, so. Ja. Muss er nicht noch
auch mit der Hellerbürste erst gebürstet werden. Stimmt. Das habe ich doch aus den Videos schon gesehen. Ja, cool. Immer richtig abbürsten, ne? Die Videos sind richtige... Und hier, gerade da, wo der Sattel liegt, damit das Pferd das auch gut hat. Was ist das für ein Hufauskratzer? Hä? Ja, der ist mit so einer Bürste dran. Der ist voll special. Benutz den mal, der ist gut. Wie nimmt man so einen Huf? Ich nehme mal kurz seinen Huf. Erstmal Bescheid sagen, genau. Oh, ich habe das schon mal gesehen. Tritt er mir hier nicht ins Gesicht, nimm mal hoch. So, mal her, das Ding. Du musst ja meinen Hintern. Du musst nur aufpassen, weil in der Mitte ist ja dieser Strahl, weißt du? Ja. 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 Ich nehme mal die andere Seite, okay? Danke. Danke, das war ja. Oh, guck mal, hier ist der drin. Schon so gut wie sauber. Hast du schon gut sauber gemacht, sehr gut. Das war sehr nett von dir. Ja, sehr gut. Also, ist der sicher, dass er mir den geben will? Ja. Kannst auf dein Knie legen oder so. Nee, ich kann das nicht aufs Knie legen. Dann. Schon mal, ich halte den. Sehr gut, Anke. Wow, Mama. Sehr gut. So, dem Ding will ich eine Randbeteiligung. War Spaß. Als nächstes braucht Gollum ja auch Beinschutz. Deshalb gibt es jetzt Gamaschen. Mach die gerne einfach mal dran. Also ich habe die schon mal falsch dran gemacht. Das kann nicht sein. Doch? Das kann einfach nicht sein. Also ich mach dir mal die Gamaschen dran. Sind zwar weiß und nicht so schön, aber naja. Hallo? Es sieht nicht so schlecht aus. Also ich bin begeistert, Mama, dass du direkt den richtigen gefunden hast. Warte mal. Nicht schlecht. Nicht schlecht, sehr Mama. Gut. Wie ist das jetzt falsch? Ist ein bisschen hoch, also, oder? Ich mache das immer so, dass ich sozusagen von oben mit der Fellrichtung mitgehe bis zu diesem Punkt und dann mache ich stramm. Jetzt sattel ich ihn eben. Das ist mir doch dann ein bisschen sicherer, wenn ich selber das mache. Ne? Wir wollen ja nicht, dass hier noch irgendwer runterfällt. Wow, der Dressursattel heute also. Ja, versuch mal dein Glück. Komm mal hier auf meine Seite. Geht da aber eigentlich auch schon von alleine. Ja. Also Mama, du musst von unten. Also, ja, genau. Genau. Falscher Ring. Ja, perfekt. Sehr gut. Und über die Ohren. Oh, genau. Entschuldige. Es war vielleicht ein bisschen wild. So, Mama, dann Zügel über den Hals und dann nimm mal dein Pferd. Du hast ihn noch früher gekauft, als es 12 war. Ja, habt ihr noch nur gekauft, weil ihr den wolltet und der schön aussah. Was ruft man, bevor man reingeht? Tür frei! War ein bisschen spät. Einfach auf sonst... keine Antwort warten. Wieso soll ich mir noch mal einen Zopf machen? Ich will gar keinen Zopf haben. Und dann probier mal den Helm aus. Der passt mir nicht, ich habe einen viel zu großen Kopf. Mama, du hast genau den gleichen Kopf wie ich. Nee. Ich habe einen Riesenkopf. Ja, beide einen Dickschädel. Passt viel mehr rein. Der wird safe passen. Nee, der passt nicht, das weiß ich ganz genau. Es passt wie angegossen. Siehst du diese Zornfalte? Als wärt ihr verwandt. Die will das einfach nicht. Doch, Mama hat mir letztens irgendwann gesagt, sie wird sehr, sehr gerne mal wieder aufs Pferd steigen. Oh Gott, ich krieg einen deformierten Schädel danach. Mama, der passt richtig gut. Ich brauche eine Helmtherapie danach. Du darfst nämlich jetzt Gollum reiten. Nee. Mein geliebtes Pferd Gollum. Und dafür geht er so ab. Junge, nein. Ich kann mich nicht halten, brech mir alle Knochen und dann muss ich dir nichts sagen, Rea. Wir passen auf, dass du dir nichts brichst. Du hast dich darauf eingelassen. Nee, so war das aber nicht gemeint. Jetzt gehen wir mal zum Tritt und Mama, du kannst dich schon mal auf den Tritt draufstellen. Arbeitsverweigerung da hinten. Nee, sie macht sich einen neuen Zopf. Jetzt geht's richtig los. Jetzt wird's ernst. Sie macht sich einen richtigen Zopf. Wärm dich erstmal ein bisschen auf. Ich hatte eh schon eine Zopf. So, Beine erstmal anwickeln. Wann machst du das bitte, Hella? Du machst das nie. Ja, aber Mama muss... Der wackelt auch noch. Das wackelt schon unter mir. Ich hab Höhenangst. Höhenangst auf einem Pferd. So groß ist er nicht. Jetzt wäre ich hier gezwungen. Habe ich aber welche bei dir gut, echt, ganz ehrlich. Mach einfach ganz langsam. Genau. Gut. Ist schon geschafft. Sehr passt gut. Das von der Schenkel? Ich hab Haare im Mund. Ganz gut aus. Du sollst das Pferd. sollst Gollums Haare nicht essen. Ja, alles voll gut. Deswegen haben wir extra gefrühstückt vorher. Genau, und dann hältst du dich einfach hier fest. Ja. Und wenn du soweit bist, dann gehen wir jetzt los. Ja. Okay. Sei nett. Einfach festhalten. Wow. Oh, wer tut mir wieder der Hintern weh? Leute, lasst ein Like für Anke da, dafür, dass sie sich traut, auf Gollum zu sitzen, nachdem der bei mir so abgegangen ist und ich erstmal losgaloppiert bin. Voll gut, Mama. Und du erstmal losgaloppiert bist, halt ihn bloß fest. Ja. Also ich kann auf jeden Fall frei händeln. Ja, super. Hammer. So, Mama, ich lass dich jetzt mal los. Wow, Mama, reite frei. Okay, Mama, du musst nicht komplett durch die Ecke reiten. Elli, bei so einer langen Bahn könntest du bitte vor dem Pferd gehen. Vor dem Pferd, damit ich umgerannt werde am Ende? Ja, bitte. Irgendwie fällt mir jetzt ein, hier so, wo sind all die Indianer? Wann
eingefallen. Also das ist mir jetzt zufälligerweise nicht eingefallen. Aber ist das nicht cool, Mama, dass du jetzt mal wieder so auf dem Pferd bist? Ja, irgendwie finde ich es jetzt auch mal ganz gut. So ein neues Hobby. Neues Hobby. Oh nee, das will ich nicht, dass meine Mom jeden Tag hier mit im Stall ist. Ja, das hast du jetzt davon Pech gehabt. Ja, hier ist fast jeden Tag Kinderreiten. Kannst hier mal ein bisschen mit den Kindern mitreiten. Genau. Das ist schon cool, ne? Ja, vormittags ist natürlich gut. Dann sieht dich keiner mal. Ja, so. Eben. Der Sattel wird jetzt übrigens... Guck mal, dann gehen wir weiter geradeaus. Bequemer. Du, der wird schon irgendwie schneller, habe ich das Gefühl. Nein. Voll gut, Mama. Hier ist aber eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Nicht schneller als 30 km/h, ne? Aber Mama, gut, dass du dir den Rock angezogen hast. Sieht noch besser aus. Und mach deine Hacken mal nach unten. Ja, perfekt. Kannst auch mal angaloppieren, wenn du willst. Nee, danke. Voll gut, Mama. Wow, was das war das ja. Denn jetzt hier für eine Bahnfigur? Und jetzt, Mama, mach mal von M zu E. Von M zu E. Genau. Sieht so gut aus, Mama. Wow, perfekt getroffen, das E. Ja. Ich bin richtig stolz auf dich, dass du dich so getraut hast, aufzusteigen. Das hätte ich ja nie gedacht, nie im Leben, weil Mama eigentlich immer richtig Respekt hat vor Pferden. Und das finde ich schon krass. Und jetzt reitet sie da alleine und frei. Sehr gut. Ihr habt das so gut gemacht. Und jetzt kannst du absteigen. Ich dachte, ich gehe zum Tritt. Nein. Raus aus beiden Steigbügeln. Oh nee. Sieht aus wie ein Krebs, der da runterkrabbelt. Du hast es überlebt. Jetzt musst du dich bedanken. Oh, danke, mir tun die Beine weh. So, aua. Aber hat Spaß gemacht? Ja, war schön. Nee, das sehr war toll. Gut. Also ich bin begeistert von euch beiden. Ja. Gollum hat das auch richtig lieb gemacht und du hast es auch? Wow. Also ich bin begeistert. Wann saßt du das letzte Mal auf dem Pferd? Vor wie vielen Jahren? Ich weiß nicht, das ist ja schon gefühlt 100 Jahre her. Ja, so 100 alt Jahre, jetzt nicht. Genau. Ja, als ich jünger war als du. Okay. Erstmal machen wir die Sachen ab von Gollum. So, was sagt man jetzt? Komm. Nee. Tür auf. Tür auf. Sesam, öffne dich. Tür frei. Tür frei. Und jetzt müssen wir nach diesem erfolgreichen Training ihm nochmal die Beine abwaschen. Ja, war ja ein sehr hartes Training. Ja, für ihn. Für gesunde Fußpflege. Genau. Spülen Sie jeden Tag Ihren Pferd die Füße. Oder Hufe. Und spülen Sie auch Ihre Tochter. Nein, hör auf. Hallo, was soll das? Also der Trick bei der Sache war, dass sich Gollum wegen den nassen Beinchen jetzt mal wälzt hier. Ja, er hat sich hingelegt. Ich frage mich, warum meine Mama so jetzt auf Gollum drauf hängt. Ich glaube, die Angst ist vorüber. Sieht auf jeden Fall so aus. Er ist auf jeden Fall doch ganz... Ich glaube, ich muss Angst haben. Wow. Mit Gollum. Wir können ihn jetzt wieder zurückbringen und dann holen wir uns mal Valentino. Den kleinen frechen Mops. Genau. Und man muss ihn doch immer umdrehen. Genau. Und dann so, damit er einem dann nicht ins Gesicht springt. Wie soll er dir so ins Gesicht springen? Ja, so aber ja nicht, aber anders schon. So, jetzt kannst du dir das Halfter mal nehmen. Das blaue. Genau. Anke versucht das noch herauszufinden, wie es funktioniert. Ja, genau, das war irgendwie so. Oh, entschuldige, ich wollte dir nicht die Ohren brechen. Den Knochen im Ohr, ne? Genau. Na, ich glaube, das war ziemlich unprofessionell, aber egal. Hat auf jeden Fall. Es hat geklappt. Oh Gott, das sieht ein bisschen schief aus. Kannst du den Pferdeknoten? Nee, glaube ich nicht. Das muss man irgendwie so machen, dass das aufgehen kann. Stimmt das so? Ja. Oder war das anders? Ich glaube, das ist ein bisschen locker für Valentino. Ich glaube, der springt hier sonst gleich in die Schwebe. Mit Putzen kennt sich ja jetzt aus. Ja. Anke, wen von den beiden magst du eigentlich lieber? Gollum oder Valentino? Frag mich das, nachdem wir den gemacht haben, nochmal wieder. Okay. Also bis jetzt war Gollum sehr nett. Muss ja Valentino auch noch eine Chance geben, ne? Kann ihn ja nicht vorverurteilen. Das geht ja nicht. Aber bis jetzt ist er auch ganz lieb. Ja, scheint so. Es scheint so. Vielleicht trügt der Schein aber auch. Ja. Mama, ich glaube, das Perfekte für dich ist jetzt,
den Schweif von Valentino einzuflechten. Ja, das kann ich machen. Anke liebt Mama es. Kann richtig gut flechten. In der Grundschule hat Mama mir wirklich jeden Tag die Haare gemacht. Und dann hat sie mir immer solche Affenschaukeln gemacht. Ich hatte dann immer solche Zöpfe, die dann so eingedreht waren. Ja, und ich will mal sagen, es sah so bescheuert aus. Eine Mutter mal beschwert hat und meinte, ich würde die Kinder immer zu niedlich anziehen. Und die hätten so schöne Frisuren, die müssten auch mal normal rumlaufen. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich habe Kinder gekriegt, damit ich die auch frisieren kann. Ehrlich, warum wollte ich die? Kinder aus zum diesen Frisieren. Gründen. Ich habe ja bis jetzt immer nur Hella die Haare geflochten, aber das ist so ähnlich. Ich liebe das auch, wenn Mama mir so zwei Zöpfe flechtet. Das sieht immer richtig schön aus. Der hat Schuppen, da müsst ihr echt mal Schuppen behandelt werden. Na, Schuppenshampoo. Sehr schön. Was machen wir überhaupt mit Valentino? Wir werden eine schöne Runde mit der Kutsche fahren. Yes. Ah, ich dachte Bodenarbeit. Nee, Kutsche fahren. Kutsche fahren, habe ich auch noch nie gemacht. Mama ist einfach noch nie mit der Kutsche echt gefahren. Nicht? Nee, noch nie. Nee. Premiere krass. Heute. Premiere. Sogar also die Premiere. Premiere, Anke. Premiere und nochmal Premiere. Valentino wartet schon ganz ungeduldig hier. Los, Hella. Ich hol schon mal die Kutsche. Was machst du da, Anke? Habe ich dann doch nicht so gut gefunden. Jetzt mache ich das nur zur Hälfte. Oh. Ich spanne Valentino gerade schon mal an oder mache ihm schon mal sein Kutschgeschirr drauf. Ich weiß auch nicht. Das macht die Sache voll. Ab geht die Fahrt. Der eine PS ist angespannt. Oder der halbe. Super. Halt mich schon mal fest. Ja, besser ist. Ich möchte, glaube ich, auch einmal deinen Tag bestimmen. Nein. So wie Konrad. Ja. Aber bei mir kriegst du kein Ei auf den Kopf. Bisher hat doch alles Spaß gemacht, oder? Ja, ja. Sie muss es zugeben. Ja. Es ist schon ein tolles Hobby. Ja, aber sehr zeitaufwendig. Ein tolles oder teures? Was hast du gesagt? Tolles, habe ich Beides. Gesagt. Früher musste Mutti die Pferde bezahlen. Ja. Jetzt zum Glück nicht mehr. Da bin ich jetzt raus aus der Geschichte. Es ist so schön, mit meiner Mama mal Kutsche zu fahren. Ja, finde ich Dass auch. Wir das noch nie gemacht haben. Nee. In den, wie lange habe ich Valentino schon? 7 Jahre? Ja, ich habe Valentino wirklich 7 Jahre schon und Mama ist noch kein Mal mitgefahren. Dein Bruder ist jetzt 13 geworden. Nee, 8 Jahre. Ja, richtig crazy. So, was wollt ihr trinken? Wir sind jetzt bei meinen Eltern. Ich würde euch ein Getränk ausgeben. Ja, ein Wasser würden wir nehmen? Ja. Mit Sprudel, ohne? Ja, mit Sprudel. Okay. Ja. Dann warten Sie kurz hier. Wir hatten heute leider nicht so eine große Auswahl. Es gibt heute Wilsa Medium. Die Kutsche braucht noch einen Getränkehalter. Ja, ist echt so. So hier so. So Mama, du musst dich jetzt gleich mal... Ich hab mich hier schon eingekettelt. Perfekt, weil es jetzt gleich ein bisschen wackelig wird. Und, was sagst du? Ja. Erste Mal Kutsche fahren, das glaube ich ja nicht. Hat eine Tochter, die fast jeden Tag Kutsche fährt. Yes! Leider ist Valentine heute so unmotiviert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Am Wetter. Ja, ich glaube schon, leider. Das Wetter ist zu gut. Oder er ist einfach extra vorsichtig, weil Anke so Angst hat. Ja, das kann genau. sein. Er ist empathisch. Er passt extra auf. Empathie. Mehr Valentino. Würde ich sagen. Komm, Mops! Mops, hörst du mich mit dem Wind? Komm! Er hat seine... Hey, Mops! Na! Der Wind, das ist ja super!
Back at the stable. Wir haben es geschafft, Mama, wir haben es alles überlebt. Alles überlebt. Hat Spaß gemacht? Nein, auch? war sehr schön. Lohnt sich, sollte man öfter machen. Das war die Belohnung fürs Reiten. Ja, sehr schön. Sehr gut. Aber das Reiten war auch schön. Mama, was sagst du zu meinen Pferden? Ich finde deine Pferde beide großartig. Und wen findest du jetzt besser? Hella. Schön, ich bin das beste Pferd im Stall. Ja, die Pferde sind immer nur so gut wie ihre Besitzer. Mama. Dann spannen wir ihn mal ab, ne? Würde ich sagen. Damit er mal entspannen kann. Genau. Weil es ja so anstrengend war. Weil er sich so es war eine sehr angespannte Lage, ne? Ja. Du bist der Allerbeste. Mama, jetzt musst du dich noch bedanken bei ihm. Dankeschön, Dicker. Dicker. Er ist schlank. Ja. Er hat abgenommen. Du schlankes Pferd. Ja. Es hat richtig Spaß gemacht, aber Valentino war heute echt ein bisschen faul. Sehr faul. Ja. Es kam mir zugute, da wurde ich nicht so durchgeschleudert. Dankeschön, du nettes Pferd. Hat der Schweif gehalten? Der Schweif hat gehalten. Sehr gut, sieht immer noch gut aus. Und deine Schuhe sind auch noch ganz schön sauber dafür, dass du den ganzen Tag im Stall warst. Wenn man sich die mal anguckt bei Hella. Ja, da sieht man, wer von beiden gearbeitet hat. Ja, oder wer einfach ein Dreckspatz ist und wer nicht. Valentino snackt sich noch ein bisschen Gras. Hat Valentino jetzt einen eigenen Fußball, seitdem er letztes Mal so gerne Fußball gespielt hat? Die kicken da immer gerne. Echt jetzt? Auf dem Pony-Paddock. Nee, das ist eigentlich so ein Heuball, wo die hier immer so Heu raussnacken können. Aber vielleicht kickt der Valentino echt mittlerweile so ein bisschen in der Mannschaft. Das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Er liebt das ja. Anke fühlt es jetzt richtig. Sie füllt schon von selber Wasser auf für die Pferde. Was machst du denn jetzt? Hella, ich habe die lila genommen, weil die besser zum Pullover passt. Leute, falls ihr euch fragt übrigens, was Mama da für einen schicken Pullover anhat, das ist der neue Merch. Der ist aber noch nicht im Shop. Der ist noch nicht aber ganz, draußen. Ganz bald. Es gibt auch noch andere Farben. Ihr werdet euch freuen. Aber wie schön ist dieser 3D-Stick, bitte? Ich lieb's. Sehr schön, sieht so sehr edel aus. Und dann so eine schöne Farbe. Ich liebe den Hund. Und sehr gute Qualität auch. Ja, fühlt sich mega gut an. Jetzt mach mal die Karre voll. Wofür? Mach die Für das Pony-Paddock. Und ich muss natürlich das Schwerste hier schleppen. Oh. Geht das? Muss ja auch einen Sinn haben, warum du dabei bist. Aha, ich halte die ganze Zeit die Kamera hier. Teamwork makes the dream work. Ist so. Wessen Traum, Hellas Traum, dass ihre Pferde versorgt werden? Ja. Okay. So, die Ponys kommen schon alle. Ganz schnell rein, Mama. Die bedienen sich schon alle von selber hier. Ja. Oh, der Po von Valentino ist mit drauf. Ja, ich liebe alles an ihm. Ja, Mama, danke, dass du dabei warst. Es hat mich sehr gefreut. Es war auch sehr schön. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir würden uns riesig über einen Daumen nach oben freuen, denn du glaubst es nicht, Mama. Bei 500.000 Abonnenten wird Tom springen. Oh. Einen ganzen Parcours. Einen ganzen Parcours springen. Ja, dafür muss ich noch ein bisschen üben. Aber ich glaube, bis dann habe ich noch genug Zeit. Lasst einen Daumen da, lasst einen Daumen da. Abonnieren. Und ein Abo. Abonnieren und ein Abo. Abonnieren dafür. Nicht vergessen, ja, ganz wichtig. Wenn meine Mama das sagt, dann müsst ihr das auch machen. Ja, genau. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Schönen Muttertag. Tschüss.